Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Subnautica. Ja, es ist schon wieder eine Woche her, aber wie gesagt, ich habe es ja schon ein paar Mal erklärt. Ich habe einen ziemlich strengen Zeitplan. Ich hätte auch gerne schon gestern was rausgebracht, aber leider, wie gesagt, naja, wir müssen halt eben damit leben. Ich, beziehungsweise ich muss damit leben. Ja, erstmal wieder mich heilen. Und ich habe da, glaube ich, schon die neue Erkenntnis, beziehungsweise ihr wisst es ja bestimmt schon bereits, weil ich habe auch eine Woche lang Subnautica in der Hinsicht nicht mal gespielt. Ich weiß noch nicht, wann das Update rauskam, aber es kam ein neues Update raus. Alter, echt jetzt? Wie gesagt, wir brauchen eine Waffe. Wir brauchen eine Waffe. Das hier geht mir so dermaßen auf die Jugendfrei. Nicht ganz jugendfrei. So. Das gibt's doch gar nicht. Hab mich gerade schön auf 100 geheilt. Naja. Aufregen ist mein halbes Leben. Ja, das weiß ich. So, erstmal den Strahlenschutzanzug mitnehmen. Ach da, zu dem neuen Update. Wer es noch nicht weiß. Es gab ein, wie gesagt, neues Update. Und zwar gibt es jetzt einen Nano-Anzug. Mit dem kann man halt eben, ja, ich sag mal, jetzt tiefer tauchen. Ich bin mir da aber noch nicht so ganz so sicher, wie tief und was seine Begrenzung sein wird und. Mann, eben andersrum. So. Und den Rest erstmal zu verstauen. Nein, nicht dahin. Nein, da. Muss ich auch mal umändern. Ich muss mal den Schrank neu beschriften. So. Schrank. Nein. Ausrüstung. So. Könnte man hier auch die Farbe irgendwie verändern? Ah. Rot, Ausrüstung. Eigentlich, Ausrüstung ist immer... Oh, komm jetzt. Ist nie... Nee, blau finde ich auch jetzt nicht gerade dafür gut. Ja, Ausrüstung. Solche wollen wir immer looten. Solche Ausrüstung. So. Ja, habe ich auch gebaut. Gut. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Der hängt mir schon am Hacken. Unser Nächster. Ja, ich muss eine Seemotte wieder bauen. Hat ich das nicht schon? Nee. Das hatte ich mir vorgenommen. Ups. Und schon wieder habe ich vergessen, den Timer zu starten. Also wird es wieder eine etwas längere Folge. Ach so, ja, ich wollte die Folgen jetzt ein bisschen kürzen. Und zwar auf... Eigentlich 15 Minuten, aber wenn ich 15 Minuten plus Intro, sind wir auch wieder bei 16, 17 Minuten. Aber ich wollte von den 20, 21 Minuten halt eben ein bisschen runterkommen und doch eher 15-minütiges Video machen. Naja, was in diesem Fall jetzt gerade eben voll misslungen ist. Und ich werde jetzt versuchen, mehrere Videos hintereinander aufzunehmen. Und, naja... Mal sehen, ob es mir gelingt. Die Nacht ist noch jung. Beziehungsweise Tag bei euch. Bei mir ist es jetzt Nacht. Und ja, ich werde aber zwischendurch auch mal ab und zu mal Pausen einlegen, damit ich was essen kann, was trinken kann. So. Aber nicht während des Spielens, also nein. Aber die sollen auch irgendwie was ein bisschen an der Grafikschraube gedreht haben. Hinsichtlich von Lavafeldern, denke ich mal. Und anderen Gegenden. Da bin ich sowieso erstmal ganz schön gespannt drauf. Und ja, ob wirklich der Strahlenanzug in der Aurora ist oder ob der sich wo ganz anders befindet. Schneidgerät wollte ich mir auch bauen. Ja, ich hab's nicht vergessen.
Aber hier ist zum Glück eine Tür. Na komm. So, mal sehen, ob wir gleich hier was abscannen können. Mal kurz auftauchen. Damit wir volle Luft haben. So, den Stuhl. Nee. Den Tisch. Auch nee. Schade. Unser erstes Frack, beziehungsweise vielleicht war ich auch in diesem Frack drinne schon. Die würde ich gerne kennenlernen irgendwo hier. Dieses Foto habe ich auch schon sehr oft gesehen. Aber in anderen Aufnahmen, nicht in die, nicht in den Let's Play. Naja. Okay, hier geht's noch rüber. Hier geht's runter. Gibt's hier irgendwas? Nee. Okay. Haben wir dieses Frag soweit erkundet? Hä? Verliert denn nicht mehr so viel Sauerstoff? Kann das sein? Hm, interessant. Ja, hier war gerade eine Kiste drin, habe ich gesehen. Jetzt ist jetzt, werde ich aufregen, du hast die Kiste übersehen. Nein, habe ich nicht übersehen. Ich wollte die nur gekonnt ignorieren. Aber gut, dass ich nochmal zurückgeschwommen bin. Da war eine Batterie drin. Oh, noch eine Batterie. Das könnte mir gefallen. Oh, Ersthilfepaket. Schön. Energiezelle. Das ist einwandfrei. Na gut, zum Glück bin ich da nochmal zurückgeschwommen. Eine zweite Energiezelle. Wie viel Platz haben wir noch im Inventar? Ganz, ganz viel. Aufbereitetes Wasser habe ich auch noch. Zack. Beziehungsweise zurückgewonnenes Wasser, aber kein aufbereitetes Wasser. Ja. Titan brauchen wir auch sehr viel. Ja gut, jetzt werde ich mir das Inventar vollknallen mit... War das gerade ein Riesen? Oh. Was ist denn hier los? Ach ja, davon habe ich auch gehört. Solche Teile sind auch neu reingekommen. Die kann man mit dem Nano-Anzug jetzt abbauen. Das ist ja cool. Da kriegt man bestimmt schon viel Quarz raus. Das hilft uns bei der Glasproduktion. Ein Signal. Okay, wir haben noch ein bisschen Platz. Da lag noch mehr... freudig, freudig, was ist das? Ist das Eisen? Sieht aus wie Eisen. Oh, ich will den Anzug, ich will den Anzug. Ach, Mann, und ich kann das alles jetzt nicht abbauen. Naja, wir werden es aber trotzdem noch hinbekommen. Was war hier zum Scannen? Hier war doch gerade irgendwas zum Scannen. Verstehe ich jetzt nicht ganz. Ihr habt doch auch gerade dieses kleine runde Symbol gesehen. Das ist ja was zum Scannen ist. Wieso kann ich eigentlich die Dinger nicht scannen? Die gehören ja auch mit in die Datenbank. Jetzt muss ich erstmal den Eingang finden. Wir sind bald auf der Rückseite. Irgendwie haben die den Eingang verwurstelt, beziehungsweise haben die jetzt einen neuen Eingang gesetzt. Große organische Masse. Habe ich auch noch nie gesehen. Huh. Nein, 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 nein. Ich will nie. Ich will nie. Haust du ab. Haust du ab. Oh, ist das Gold? Kann nur Gold sein. Hier gibt es viel Zeug, was man jetzt mit dem neuen abarbeiten kann. Abernten kann. Mann, oh Mann, oh Mann. Ah, Inventar voll, verdammt. Ich will den Eingang wiederfinden.
Ich glaube, die haben den Eingang jetzt woanders hingesetzt. Kann das sein? Weil wir sind jetzt wirklich fast am Heck des Schiffes. Nein, nichts mehr, nichts mehr, nichts mehr. Ich schmecke furchtbar. Ja, Entschuldigung, dass ich jetzt wirklich die ganze Folge dazu verschwende, hierher zu schwimmen. Und es passiert einfach nichts. Und hier sind wir verkehrt. Haben die wirklich den Eingang versetzt? Ach so, den kann ich scannen. Einen schönen Schranko. Den will ich aber jetzt nicht scannen. Mein lieber, schnell weg. Oh, Hauptsache. Oh! Ei, das ist eine Seltenheit. Nach einer Woche und das Messer ist noch da. Hey! Applaus! Tusch! Sendung in Farbe. Nein, Quatsch. Ich glaube wirklich, eigentlich 15 Minuten sind wirklich schon fast ein bisschen knapp bemessen für die Aufnahmevideos von dem Spiel. Aber das wird sich noch rauskristallisieren. Ich muss echt den Seegleiter wieder bauen. Oder die Seemotte. Oder Seemoth. Aber erstmal will ich den Drawn finden, beziehungsweise... Ja, da wird, das wird, das Update wird Drawn Update genannt. Also D-R-A-W-N, glaube ich. Drawn Update. Aber dass die hier den Eingang verwurstelt haben, das ist irgendwie ein bisschen suspekt. Also mir ist es ein bisschen zu viel. Weil der Eingang war ja immer hier irgendwie. Nur ging es weiter runter. Oder muss man jetzt auch Felsen wegbewegen? Oder war ich einfach schon zu weit hinten dafür? Nö. Ach nee, der Seegleiter war wieder was anderes. Ja, da habt ihr auch recht. Der Seegleiter war ja dieses kleine handbetriebene Teil. Ja, aber jetzt so echt ohne Flachs. Die haben den Eingang irgendwie... Ja, jetzt sind wir wieder auf der anderen Seite. Hm. Die haben den Eingang irgendwie verlegt. Und jetzt im Dunkeln zu suchen, das finde ich jetzt auch ein bisschen Quatsch. Im Dunkeln sehe ich ja noch weniger. Ach, vielleicht findet ihr den auch, wenn ihr euch den anguckt, den Eingang. Also muss man jetzt so komplett hinten rum über die Nase einsteigen. Hä, warte mal, ich schwimme hier gerade verkehrt. Ich bin doch aus der Richtung gekommen. Wie gesagt, bei der nächsten Expedition zu dem Raumschiff hier. Nur um den Anzug zu finden. Ich hoffe mal trotzdem, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt an der Grafik und sowas. Also ich finde es einfach, auch wenn man nichts macht, finde ich das einfach nur atemberaubend schön. Ich kann das Spiel nicht oft genug loben eigentlich dafür. Weil das ist wirklich... Ich kann es nicht in Worte fassen. Also wer dem Spiel nur einen Daumen hoch geben würde, würde ich auch nicht. Da ist einfach für solche... Au! Konnte man den irgendwie abschlagen? Au. Und ich sag's euch, die mögen das nicht, wenn ich volles Leben hab. Diese Felsformation ist aber auch neu. Die gab's auch nie immer. Hm.
Da bin ich ja mal wirklich gespannt in den Tiefen. Emergency. 10 seconds of oxygen remaining. Ups. Okay, ich weiß jetzt auch nie wirklich, ob jetzt diese leuchtenden Dreiecken, oder Dreiecke, auch schon immer hinten dran waren. Irgendwie glaube ich es ja nicht. Und jetzt wird es wieder Tag. Ich schwimme hier kompletten Quatsch zusammen. Ich bin komplett außerhalb von meinem... Ich muss... Ach man. Schreibt bitte in die Kommentare, ich bin ein Vollidiot. Und ich krieg nichts gebacken. Also, nicht ihr seid ein Vollidiot, sondern ich, der hier spielt. Ich finde nicht mal ein Streichholz im leeren Raum. Hä? Ich bin verwirrt. Ich bin gerade verwirrt, wo meine Basis ist. Ich finde jetzt gerade echt meine Basis nicht mehr. Okay, muss ich doch über fünf Kanten oder fünf Ecken meine Wohnung suchen. Hey, das gibt's doch gar nicht. Die Folge wird wirklich ein bisschen länger werden, weil ich mich gerne irgendwo in Sicherheit begeben will und euch dann Tschüss sagen will. Aber irgendwie sieht es hier gerade nicht danach aus. Gerade echt meine Station nicht mehr. So, damit ist wenigstens schon mal das Inventar gesichert. Huch, hier haben wir auch noch Zeug drin. Das muss ich auch reparieren. Muss ich noch alles reparieren hier. Speisgerät muss ich besorgen. Energiezellen sind okay. This is an automated bounce back from the Aurora mining vessel. Your distress signal has been received. An emergency relief team will be dispatched to your location. The estimated arrival time, 9999 hours. Hm. Ganz schön viele Stunden. Hä? Von oben sieht eigentlich auch nicht schlecht aus. Das Meer. Wie gesagt, das war doch hier irgendwo da hinten irgendwo. Genau irgendwo da. Naja, egal. Die Zeit ist leider schon für diese Folge vorbei. Und von dieser Position muss ich mich leider heute von euch verabschieden, da es mir jetzt gerade nicht mehr möglich war, meine eigene Basis zu finden. Also, bis dahin, darum sage ich jetzt, bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Aufnahme. Und macht's gut.